Hallihallo, ihr liebsten Hochfrequentler aller Zeiten da draußen. Willkommen zu der nächsten Folge von Raise Your Frequency. Ich möchte euch heute gerne eine kleine Meditationstechnik an die Hand geben, oder weiß nicht mal, ob man es als Meditation unbedingt beschreiben kann oder soll. Es spielt gar keine Rolle. Es ist auf jeden Fall ein wichtiges oder wertvolles Tool, um dich zu sensibilisieren, um dein Herzchakra zu öffnen. Und ja, ihr habt sicherlich schon mal davon gehört, dass man sich auf seinen Atem konzentriert. Und diese Dinge werden immer so trivial verwendet. So, das ist klar, man hat es schon mal gehört und man weiß, dass es gut ist, aber es ist so kraftvoll. Und allein der Atem ist wirklich das allerwichtigste Tool auf deinem Weg zu mehr Bewusstsein, zu mehr Achtsamkeit, zu mehr Feingespür. Der Buddha hat es schon gesagt, viele, viele Weise, dass allein über die Konzentration auf den Atem kannst du wahnsinnig bahnbrechende Grenzen überschreiten und dir selber immer näher kommen. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Yoga macht, dann sagt der Yogalehrer oftmals, atmet in die Dehnung. Und natürlich atmest du nicht in deine Dehnung, sondern du atmest weiterhin über deine Lungen. Aber allein, dass du deine Aufmerksamkeit dorthin richtest, macht einen wahnsinnigen Unterschied. Aufmerksamkeit ist quasi auch eine der wichtigsten Tools, die du hast, oder ein großer Teil des Bewusstseins ist nichts anderes als Aufmerksamkeit. Wenn du ganz ehrlich bist, dann was machst du denn schon großartig anderes, als deine Aufmerksamkeit immer wieder auf verschiedene Dinge zu richten? Und jetzt möchte ich dir gerne dich dazu ermuntern, dass du deine Aufmerksamkeit zum einen auf deinen Atem richtest und zum anderen auf dein Herz. Und einfach immer wieder tief in dein Herzzentrum einatmest und ausatmest. Das Herz ist nicht ohne Grund, das ist das zentrale Chakra von unserem Körperchakrasystem. Und es ist unser Tor zur Multidimensionalität und ja, das Herz ist bei weitem, es hat ein eigenes Magnetfeld, viel stärker als das unseres Gehirns. Wir haben nur vergessen, also unser Gleichgewicht ist ein bisschen verschoben hier auch und wir sind ja nur noch im Verstand unterwegs. Dabei steckt im Herz eine viel größere Weisheit drin als in unserem Verstand. Und ja, übers Herz, über den Verstand kann man nicht sehr viele Gefühle wahrnehmen. Über den Verstand nimmt man in erster Linie Angst wahr, weil der Mentalkörper an das Gefühl von Angst unmittelbar geknüpft ist. Und Angst ist auch ein wahres Gefühl, aber dieses Gefühl von Freude, von Liebe, ja, einfach diese wundervollen Gefühle, die kannst du über dein Herz viel besser spüren. Und dafür musst du aber zuallererst mal dein Herz überhaupt spüren. Ich kann mich erinnern, dass, ja, man kennt das ja, man konzentriert sich auf sein Bauchgefühl und das Bauchgefühl ist auch nicht schlecht, aber mittlerweile kann ich vieles über mein Herz spüren und benutze das als Entscheidungskriterium. Also, wenn ich Entscheidungen treffen soll, dann frage ich auch mein Herz. Oder zwischendurch habe ich einfach so ein Lachen oder so ein Kitzeln in meinem Herzen. Das fühlt sich unglaublich schön an. Und diese Gefühle kannst du auch fühlen, falls du es noch nicht tust. Und das fängt damit an, dass du diesen Raum wiederum aufschließt, diese Tür öffnest zu deinem Herzen. Diese Panzer, die man dort drum aufgebaut hat, auch diese Ketten aufzuschließen, damit man wieder offenen, reinen Herzens durch diese Welt schreitet. Denn dein Außen ist immer nur die Projektion deines Inneren. Wenn dein Herz offen ist und du in deinem Herzen lachst, dann ist die ganze Welt einfach nur wundervoll und wunderschön. Es ist abgefahren. Ich habe in meinem näheren Umfeld gerade jemanden, der ist frisch verliebt und was da einfach für eine Energie frei ist, was für ein herzenslieber, warmer Mensch, das auf einmal dort hervorkommt. Nicht, dass er sonst so komplett kühl ist, aber
Also es ist schon ein wahnsinniger Unterschied, was das ausmacht. Und wenn man dort, ja, diese Liebe zu der einen Person, die, wenn du, das ist ja nichts anderes, wenn dein Herz offen ist, dann bist du einfach in der Liebe, in der bedingungslosen Liebe. Und dann brauchst du auch nicht mehr die Liebe nur auf ein Wesen zu projizieren, sondern eben auf alles. Wieso nicht einfach alles lieben und in allererster Hinsicht vor allem dich selbst? Letztendlich ist es nur die Selbstliebe sogar. Denn wenn du jemand anderen liebst, in jemand anderen verliebt bist, dann ist das so ein Anteil deines, also das erinnert dich an einen Anteil in dir selbst. Und es ist wie immer nur die Projektion, die Spiegelung, da ist eigentlich gar niemand anderes als du. Und wie machst du das also am besten? Genauso einfach, wie ich es erzählt habe. Du setzt dich hin, gerne draußen in der Natur und in der Sonne, wenn sie gerade scheint. Und dann kannst du zusätzlich auch noch die Lichtstrahlen der Sonne in dein Herz einatmen. Das ist nochmal kraftvoller. Und dann sitzt du einfach da und atmest in dein Herz. Und nach wirst du merken, wie gut sich das anfühlt, wie dein Körper zur Ruhe kommt, wie dein Herz sich öffnet. Und wenn du das regelmäßig tust, dann wirst du nach und nach immer intensiver dein Herz spüren und mit immer fetterem Smile durch diese Welt strapazieren. Genau. Viel Spaß damit. Schick mir gerne Comments und gib mir dein Feedback dazu. Ich werde in naher Zukunft noch ein paar andere Meditationen ja, starten mit euch. Und freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Gute Zeit. Alles Liebe wie immer. Euer Filipovic. Ciao.